einen sehr spannenden Roman, der vielleicht für Weihnachten und für die zeitungssüchtigen Männer eine schöne Alternative wäre. Eigentlich völlig unglaublich, ein Western-Roman, literarisch völlig ambitioniert und gut geschrieben, gleichzeitig mit ja, historischem Kontext, der völlig stimmig ist. Sehr sympathischer Hauptprotagonist, der noch an das Gute im Leben glaubt, obwohl er eigentlich ein ja, älterer Revolverheld ist, der sich zur Ruhe setzen möchte und dann trotzdem noch in Deadwood, einer alten Goldgräberstadt, auf das Gute blicken möchte. Ja, sehr, sehr spannend, teilweise vielleicht etwas brutal nah an den Realitäten, aber völlig überzeugend und ich hätte niemals einen Western gelesen und habe mich wirklich von meinen Vorurteilen wieder abbringen lassen. Also großes Lesevergnügen, vor allem wahrscheinlich für Männer. Rappen.